Ja, ja. So, jetzt wollen wir aber mal zu den Damen der. Ja, genau. Ich der Gruppe durchdringen. Und Manuela, dich mal fragen. Ich weiß nicht genau, ob jetzt der Rennradsport generell eher so ein Männer-Testosteron-Ding irgendwie ist. Man hat immer nur so diese Sprinter-Typen im Kopf, die ja auch jetzt nicht unbedingt so richtig die Teamfahrer ins B irgendwie sind. Jetzt ist es aber bei euch eine wild und bunt gemischte Gruppe, nicht nur alterstechnisch, sondern auch Frauen und Männer zusammen. Wie ist das für dich und wie wurdest du in die Gruppe aufgenommen? Ja, also ich vielleicht erstmal zu meiner Person. Also ich fahre jetzt auch schon seit über 40 Jahren Rennrad. Ich habe in meiner Jugend angefangen mit Rennen. Mitte der 90er war ich eigentlich fertig damit, weil eben damals auch bei den Frauen einfach, ja, da war nichts zu verdienen. Profis gab es noch nicht, dann sagt man sich doch besser das Studium beenden und einen anständigen Beruf erlernen, weil es eben so ist, denke ich, dass es nach wie vor ja ein Männersport ist. Ich glaube, die Frauen haben viel aufgeholt, auch wenn ich jetzt so sehe, was sich tut, eben auch wenn man so die Erfolge auf der Bahn sieht. Es gibt Frauenprofis, aber ich denke, die Spitze kann auch davon leben, aber trotzdem, glaube ich, ist das noch ein Riesenunterschied zu den Männern nach wie vor, was leider so ist, weil ich denke, die Leistung, die Frauen bringen, ist enorm, auch wenn die Rennen vielleicht kürzer sind, aber wobei man auch fragen könnte, warum. Also Frauen sind ja nicht weniger ausdauerfähig, also würde ich mal sagen, im Gegenteil. Ich bin jetzt eben auch über 50 und sehe, ich sag mal, die Schnellkraft lässt nach. Es ist nicht zu ändern. Die Gruppe hier hilft mir schon, dass das noch ein bisschen aufgehalten wird. Also ich bin vor 10 Jahren hier sehr zufällig reingeraten und kann mich an den Tag noch ganz genau erinnern. Ich war fix und fertig, weil ich auch nicht wusste, wie das hier läuft. Gut, aber bin halt immer noch dabei. Die haben mich hier auch, sag mal, wieder schnell gemacht, bin dann auch wieder Rennen gefahren, hatte wieder Lust. Ja, und so ist das hier schon ein Riesenanreiz, einfach mit den Männern zu fahren. Das ist für uns Frauen ja bestes Training, keine Frage. Das ist, wenn hier richtig zur Sache, wenn es so richtig zur Sache geht, ist das ein Radrennen. Also für mich auf jeden Fall jetzt. Ich habe jetzt für mich jetzt so entdeckt, gut, ich bin jetzt älter, der Ausdauerbereich eben, weil ich glaube, Frauen sind extrem ausdauerfähig. Und habe jetzt eben so ein paar 500 Kilometer Touren am Stück gefahren, auch jetzt zum Schluss eine Spendentour. Ja, und ich sage, der Sport bietet so viel. Also ich habe in der Jugend gefahren, ich bin Rennen gefahren, bin dann auch im Jedermann-Bereich gewesen und dass ich jetzt sehe, also das ist immer noch nicht fertig. Also es ist immer noch für viel zu sehen. Man kann alleine fahren, man kann in kleinen Gruppen fahren, hier mit der Gruppe. Also ich finde diesen Sport unglaublich vielfältig und ich glaube, wir machen das alle hier mit Leidenschaft. Und dann, deshalb ist das hier so groß, glaube ich. Ja, und aber Frauen müssen noch ein bisschen aufholen, ja. Aber da müssen alle so ein bisschen noch anziehen. Da müsst ihr im Zweifel dann einfach noch ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren, dass ihr... Ja, ein bisschen mehr Medienpräsenz, das ist das Problem, ne? Was nicht im Fernsehen gezeigt wird, interessiert nicht, findet nicht statt. Und da scheitert es dann dran. Also ich denke, viele wissen gar nicht, dass Frauen exakt auch diese Rennen fahren. Natürlich, also ich bin vor 1994 die Tour de France gefahren. Und ja, ich behaupte mal, wenige wissen, dass es die überhaupt gegeben hat. Es ist ja wieder im Gespräch, wir hoffen ja, dass es nächstes Jahr wieder was stattfindet. Es ist schon schade, dass die Frauen nicht diese Plattform haben, ja, muss man ganz klar sagen, weil wir haben ja den gleichen Spaß. Es ist ein harter Sport, ja. Also so für Mimosen, sage ich immer, ist das nichts. Also Stürzen muss man einplanen, also jeder hat so seine Wunden und Narben. Das bleibt nicht aus. Also, das ist ganz klar. Das heißt, da wird sich auch hier in der Gruppe, also jetzt nichts geschenkt, wäre vielleicht übertrieben, aber es ist eben, man steigt zusammen aufs Rad und dann ist eben. Dann gibt es keinen Alt und Jung oder Mann und Frau, sondern dann sind alle... Ja, da versucht jeder so das zu schaffen, was er schaffen kann und der sportliche Anreiz ist dann da, ganz klar. Und, sonst denke ich mal, wären die Erfolge auch nicht so, wenn das eben hier... wenn wir nicht durchaus zwischendurch ziemlich hart fahren würden, ja. Okay. Ja, vielen Dank. Dann würde ich dich nochmal das Gleiche bitten, einmal in die Kamera kurz dein Vornamen reicht und also kannst auch Vor- und Nachname, aber das ist dir überlassen und dein Alter einmal noch dazu. Dann, okay. Und genau, seit wann du hier in der Gruppe bist. Ja, okay. Ja, mein
Name ist Manuela Freund, ich bin 52 Jahre, komme eigentlich aus dem Bergischen Land, bin 1984 mein erstes Radrennen gefahren und hier in der Gruppe, ich glaube, fahre ich jetzt seit 2010 oder 2011, seit ich eben auch hier in der Gegend wohne. Dankeschön.